Jo Leute, was geht? Hier ist Basti von Zombies Germany und jetzt mit der Trailer-Analyse von dem Uprising-Trailer. Und zwar seht ihr jetzt hier schon den Trailer. Ich kann euch nicht den ganzen Trailer so zeigen, ich packe aber den Link in die Beschreibung zu dem Trailer. Und dann könnt ihr euch das nochmal angucken. So, jetzt seht ihr schon mal die Maps. So, vier neue Maps. Die erste ist Magma, wo halt Lava über die ganze Map fließt. Und Encore ist halt so eine Bühne. Dann so ein Hochhaus und Studio ist Firing Range, ein Remake davon. Seht ihr gleich aber nochmal. Und Mob of the Dead. Hier nochmal kurz Stopp. Habt ihr den Zombie gesehen in so einem Anzug mit roten Augen, ziemlich weißes Licht. Ist halt in so einem Gefängnis, seht ihr halt schon in Alcatraz. Sagen die später nochmal. Magma fangen die jetzt schon an. Und zwar mitten in der Map fängt auf einmal an, Lava über die ganze Map zu fließen. Und das überflutet dann halt die Map. Genau wie in Hydro mit Wasser. Und hier seht ihr auch schon ein paar Ingame. Aber wie gesagt, Magma fließt über die Map, der Vulkan bricht mitten im Spiel aus. Und wenn man halt nicht lang genug darauf achtet, wird man wie hier von Lava überflutet. Und also ich denke, wenn man ins Lava kurz geht, dann wird man angehittet. Und wenn man dann im Lava stehen bleibt, stirbt man direkt. Dann hier Encore ist halt so eine Bühne von so einem Konzert und die sagen auch, wenn man die Bühne hält, also die Stellung auf der Bühne hält, hat man halt die Überhand von der Map und hat halt die Kontrolle über die Gegner. Vertigo ist halt so ein Hochhaus mit einer Helikopterlandestation und die sagen halt auch, dass man viel von Teil zu Teil, von einem Teil der Map bis zum anderen Teil der Map springen kann. So, hier seht ihr, wie er rüberspringt an die Leiter. Für Trickshotter wird es bestimmt lustig. Gibt es ja ein paar unter euch. Und ihr seht schon, wenn man zu nah am Rand langläuft und runterfällt, stirbt man natürlich direkt. Und jetzt hier seht ihr das Studio. Ist ein Remake von Firing Range. Ihr seht schon, ein paar Ecken davon kennt ihr natürlich. Ist halt ein Filmset mit vielen verschiedenen Orten. Jetzt eine hier einmal mit den UFOs, dann einmal mit so Piraten, dann einmal mit dem Dinosaurier. Sorry. Und dann halt mit dem großen Turm. Mit dem, wenn man da drin halt sitzt, dass man halt die Überhand hat, sehen die, sagen die. Und jetzt seht ihr hier Mob of the Dead. Rote Augen haben die Zombies. Werden von irgendwem kontrolliert. Und der sagt jetzt, dass man halt, dass der die Story irgendwohin neu haben will. Und dann sind die halt, soll in den 1930er Jahren spielen. Und dann meint er halt, sie sind nach Alcatraz gegangen. Und dass sie halt eine andere Geschichte im Hintergrund haben will, wollen. Und jetzt seht ihr schon die neue Waffe. Oder halt eine alte Waffe, so gesehen. Für mich sieht es nach einer Thompson mit Trommelmagazin aus. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie die Waffe heißt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Und dann sagen die halt nochmal, dass es in den 1930er Jahren ist. Und hier seht ihr die vier neuen Charaktere. Und zwar zeigen die dir jetzt nochmal einzeln. Und zwar hängt da über Leichen, schön gruselig. Das war jetzt einmal, ich glaube, Ray Liotta. Hier seht ihr die Elsat. Dann Chess Parliamentary. Hier seht ihr halt die Bilder von denen. Dann ist Joe Pantoliano und Michael Madsen. Sehen sich alle ziemlich ähnlich wie auf den Bildern hier. Die Bilder habe ich von Wikipedia und das sind alles Schauspieler aus dem Raum, so, also in der Zeit 1930, 1950 ungefähr, sind alles amerikanische Schauspieler. Sieht ziemlich geil aus, alle mit so Gefangenenkleidung. Und jetzt seht ihr halt nochmal alle Maps hintereinander. So, vier neue Multiplayer-Maps halt, seht ihr schon. Und Mob of the Dead, sagt er jetzt. Und jetzt seht ihr hier nochmal diesen Turm mit der Treppe, die nach oben führt. Ich denke, da wird es wieder was mit dem Easter Egg geben. Da in der Nähe. Und dann viel sieht man dahinter nicht. Dahinter ist, glaube ich, noch so eine kleine Brücke. Alles abgesperrt mit so einem Stacheldrahtzaun. Wird, glaube ich, ziemlich groß sein, die Map. Hier seht ihr nochmal Leichen rumhängen. Und hier, das habe ich mal schon gemacht, finde ich
ziemlich komisch. Da ist halt so ein überdimensional großer Mensch auf so einer relativ kleinen Straße. Habe ich mich auch gefragt, was da los ist. Ob das Absicht so ist, weiß ich nicht. Und jetzt seht ihr hier nochmal Studio. Das ist richtig geil, wenn das halt so ein Firing Range Remake ist. Sieht ziemlich geil aus. Und Mob of the Dead in Alcatraz. Ziemlich geile Location für eine Map. Und wie gesagt, wenn ihr euch den ganzen Trailer nochmal angucken wollt, dann guckt einfach in die Beschreibung. Da sollte der Link zum Trailer sein, den Call of Duty gepostet hat. Und schreibt eure Meinung zu dem Trailer in die Kommentare. Und wenn ihr noch was gesehen habt, was ich übersehen habe, dann schreibt es auch einfach in die Kommentare. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein.